Hey ho, meine Lieben, ich habe hier einen knapp 2,3 Kilo schweren Schweinenacken. Den habe ich direkt in der Bayerische Fleisch GmbH, ehemals Birkenhof, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, geholt. Ja, da habe ich ja schon öfter das Fleisch geholt. Werksverkauf, und den werden wir heute verarbeiten, damit wir morgen hinausfahren können zum Grillen. Jawohl. Und dazu habe ich ein Kefir. Und einen Teil werde ich heute noch einlegen. Was macht man eigentlich? Steaks haben wir letztens gehabt. Schaschlik haben wir schon gehabt. Machen wir Fleischstreifen. Ja. So nenne ich das jetzt einfach. Wieso schaust du mich jetzt so komisch an? Also, Fleischstreifen in Kefir eingelegt. So nenne ich das jetzt einfach. Ich wollte einfach mal wieder ein klein bisschen was anderes machen. Ich verspreche mir davon mehr Grill- und Röstaromen am Fleisch. Ja, gehen wir einfach rüber, lege ich mal los mit dem Zerlegen, Teil einvakuumieren, einfrieren, und danach geht es dann weiter. So Leute, dann fangen wir mal an. Die 2,3 Kilo waren übrigens bei knapp 16 Euro. Also ich denke, das war ein fairer Kurs. Mittlerweile ist ja das Zeug so schweineteuer geworden. Ja, dann schneide ich mir hier jetzt mal ein paar Streifen zurecht, die wir morgen dann mit rausnehmen. Zurecht parieren tue ich an dem Fleisch jetzt gar nichts. Weil soweit sieht es mal echt gut aus. Drei. Ja, nehmen wir noch eine dazu. Nicht, dass hier wieder jemand schreit, der ist am Verhungern. Und damit meine ich nicht die Manu. So, dann haben wir hier jetzt noch ein schönes Stück übrig. Spatzel, sollen wir das am Stück einfrieren oder auch in Scheiben schneiden? Am Stück. Das Riesenstück, so wie es ist, einfrieren? Ja. Sicher? Ja. Hast du was vor? Soll ich einen Braten daraus machen oder sowas, Schweinebraten? Okay, also Leute, ich friere das komplette restliche Stück ein. Das tue ich jetzt schnell einvakuumieren, und danach, wenn es soweit fertig ist, sehen wir uns hier wieder. Dann ist außerdem Kefir auch der Rest von den Zutaten hier. So. So Leute, den Kefir. Dann haben wir hier Tomaten gehackt. Ja. Pfeffer. Bohnenkraut, ja, Salz, Paprika, hier ist noch ein bisschen Knoblauch, ein paar Zwiebeln, zwei Stück an der Zahl, jawohl, die werden danach gleich geschnitten. Jetzt schneide ich bloß schnell noch das Fleisch fertig. Einmal, zweimal, und das meinte ich eben mit Streifen. Einfach mehr oder weniger Steaks in einer bisschen anderen Form. Oder Steakstreifen. Streifen. Ja, dann wird das schon soweit fertig. Können wir hier jetzt auf die Seite legen. Ja, und dann schnell noch die Zwiebeln gleich schneiden und den Knoblauch, und dann in die Schüssel, und dann sehen wir uns schon wieder. Die verarscht mich da im Hintergrund, Leute. Ich habe jetzt echt gedacht, Spatzel macht mir das jetzt schnell mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Nein, sie haut wieder ab. Ich kann auch mal was machen, sagt sie.
Ganz gehässig heute. Nein, Spaß beiseite. Ich mache das jetzt schnell noch fertig. Ist ja mal wieder mein Essen sozusagen. Und deswegen mache ich das alles sozusagen selber. So, weiter geht's. Zwiebeln und Knoblauch. Wir tun die jetzt noch ein klein bisschen kneten, dass die etwas besser aussaften können. Man kann auch fausten, wie man will. Paprikapulver brauchen wir übrigens nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich habe noch was anderes gefunden. So, so sieht das Ganze gut aus. So. Erst einmal Hände, Handschuhe kurz waschen. So, oder ne? Und jetzt kommt von dem Paprika-Mark ein bisschen was rein. Das ist noch zu. Jetzt nicht mehr. Soll auch was rauskommen nach Möglichkeit. Da können wir einen schönen Spritz reintun. Tja, eine kleinere Dose wäre mir lieber gewesen. Spatzel, eine kleinere Dose Tomaten haben wir nicht? Nein, haben wir nicht. Naja. Wenn ich jetzt bloß die halbe Dose nehme, kannst du die andere für etwas gebrauchen? Ja, natürlich. Dann nehmen wir hier jetzt nur die halbe Dose, das reicht vollkommen aus für die Masse. Dann den Kefir. Abschütten. Was ist denn das? Das ist ja komplett Brühe. Ich kenne den eher als so zähe Masse. Nein. Komisch. Naja, egal. So. Hier tun wir jetzt noch schön Pfeffer rein. Ups. Dann ordentlich salzen. Ich hasse es, das Zeug. Ordentliche Portion Salz. Sprich ca. 3-3,5 Teelöffel. Jetzt waren es 3,5. Ich habe den Pfeffer schon rein. Und dann tue ich wieder etwas von dem Bodenkraut hinzu. Das hat es mir jetzt angetan. Sehr lecker. Tun wir das Ganze einmal verrühren. Ja, und da kommt jetzt das Fleisch rein. Kann man auch noch mal schön ordentlich durchkneten. Und ich habe mich soeben entschlossen, das Ganze auch in einen Vakuumbeutel reinzutun und auch einzuvakuumieren und dann morgen so wie es ist mitzunehmen. Ja. Yum, yum, yum. Tja, und das mache ich jetzt und danach zeige ich euch nochmal den Vakuumbeutel. Tja, und tribu ist das Ganze einvakuumiert. Genau, und so darf das Ganze jetzt schlafen gehen bis morgen. Dann ist es so richtig schön durchgezogen. Das kommt jetzt noch in eine Schale rein, wenn ich denn noch eine finde hier.
sicher ist sicher. Und so lassen wir das jetzt über Nacht ruhen, Aromen ziehen und nehmen es dann morgen mit der Schale mit. Und in die Schale kann man es dann ja reinkippen und daraus dann auf den Grill schmeißen. Tja, genau so machen wir das. Und was ich jetzt schon verraten kann, es gibt einen wunderherrlichen Kartoffelsalat dazu, wo mein Spatzel heute gemacht hat. Tja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen draußen am See. Bis gleich. So Leute, ja, hier unten ist vergittert. Und wir fahren jetzt raus. Jetzt zeige ich euch schnell, wie wir gepackt haben. Jetzt kommen auch wieder die Satteltaschen zum Einsatz. Anhänger noch nicht. So, beide Satteltaschen schön vollgefüllt. Zwei Stühle festgezurrt. Meine vordere Tasche, da steht Spatzel. Die hat einen Rucksack am Rücken. Da ist unser Fleischpaket unter der Decke und Alina hat auch was dabei. Ja, genau. Und wir fahren jetzt zum See und dort wollen wir grillen. Und bevor ich jetzt das Aufbauen vom Grill anfange, machen wir erstmal Päuschen und erst einmal ein Käffchen. Na, mein Schatz. Ja, heute mal wieder den Fennec-Grill dabei. Erst einmal wieder gucken, wie der zusammengebaut wird. Aber heute alles ganz gemütlich und genüsslich. Na, genau. Ja. Aus. Jetzt. So, hab letzte gesucht, wo die Wiese schon leicht geschädigt ist. Wächst im Grill und ich habe noch die Kohlen vom letzten Mal. Die verwende ich natürlich auch wieder weiter. Die sind mittlerweile wirklich, also nicht vom letzten Mal hier, sondern wo ich noch alleine mit dem Fahrrad unterwegs war. So, und jetzt feuere ich erst einmal hier schön die Kohlen an. Und dann können wir unser Fleisch in Streifen drauf tun. Und da erfahrt ihr auch, warum ich das so schön in Streifen geschnitten habe. Also zusätzlich, außer dass ich mal ein paar Röstaromen mehr dran verspreche. So Leute, dann wollen wir mal das Gitter auf richtige Höhe bringen. Ungefähr so. Hitze ist definitiv genügend da. Und hey, boah, das duftet geil. Na komm raus jetzt, du Feigling. So, das wird erstmal für die erste Runde reichen. Wir sind ja heute noch ein bisschen länger da. So, dann wollen wir mal gucken und sie mal von der anderen Seite, ob man sie umdrehen kann. Ja, das dauert schon noch. Ich glaube, das Fleisch ist sehr, sehr zart geworden. Fühlt sich schon so an. Tja, Leute, ich habe ja gesagt, irgendwie gibt es auf alle Fälle Grillvideos. Und wenn es bloß mit so kleinen Klapp-Zammsteckgrills wie heute der Fennec-Grill, den ich übrigens vom Sven damals bekommen habe. Danke dafür, wenn du das Video auch siehst. Ja, aber Hauptsache wieder Videos auf Kohlen. Gescheit gegrillt. Mit Weberkugel mitschleppen hierher. Das wäre mir jetzt doch zu viel Aufwand und ja, auch wechseln Platz. Ja. Grillen wir das Fleisch und nachher gibt es dann die Verkostung definitiv mit einem leckeren Kartoffelsalat.
Haare zusammenbinden. Ah, Alina geht zum Baden. Da halte ich auch noch drauf. Musst du aber nicht. Geht sie rein oder geht sie nicht rein? Nee. Und das ist hier die Frage. Ein Fuß hängt schon mal drin. Und? Ah, zwei Füße sind drin. Und? Kalt? Bisschen. Also sie geht tatsächlich rein, wenn man das Fleisch wieder zu, ist wichtiger. So, jetzt drehen wir es mal um. Und das riecht so gut. Ja. Glitschig. Glitschi, glitschi. Yummy. So, meine Lieben, dann tue ich hier jetzt erst einmal das erste Fleischstück runter. Und reiche es weiter. Yum, 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 yum. Bitte schön. Ein Fetzlein für mich erst einmal. Fetzlein. Bitteschön, zwei Stücke habe ich dann noch drauf für nachher. Erst einmal das erste aufessen. So, meine Lieben, jetzt probieren wir erstmal den Kartoffelsalat. Also hier am See schreien natürlich nicht so rum. Lecker. Und jetzt, der zweite kommt, warum ich die Fleischfetzen so oder das Fleisch so in Streifen geschnitten habe. Einmal abbeißen. Fertig. Boah. Mm. Das schmeckt mir richtig geil. Mm. Mm. Boah. Mm. Geil. Brutal geil. Richtig, richtig geil. Lecker. Leute, Schweinenacken, ein Kefir, Bohnenkraut, Salz, Pfeffer, Knoblauch. Tomaten etc. pp. So wie wir es gewürzt haben. Richtig, richtig geil. Wir essen jetzt erst einmal und Fazit gibt es dann auf alle Fälle noch, ob jetzt von hier oder dann von zu Hause aus, das werden wir dann sehen.
geil. Ah, mein Schatz, was machst du denn da? Ah, Abkühlung. Abkühlung? Ah, bist du auch so fertig wie ich? Ich bin auch so fertig. Ja, komm mal her. Dann sprechen wir noch Schlusswort. Schlusswort. Und Fazit. Oh. Seit wie vielen Jahren das erste Mal wieder Fahrrad gefahren? Seit 15 Jahren. Gut, gute Sache gemacht. Ja. Und der Berg drauf zu fahren war die reinste Katastrophe. Ja, das erste Mal damals, wo ich wieder Fahrrad gefahren bin, habe ich auch nicht geschafft. Also von daher alles in Ordnung, gut durchgehalten. Die Steakstreifen oder wie wir es auch immer genannt haben, verdammt lecker, ja, verdammt zart, die mit dem Kefir durch, oder durch den Kefir eingelegt. Wow. 24 Stunden eingelegt. Richtig, richtig, richtig spitzenmäßig war es heute. Nachmachen, besonders der Herr aus der Pfalz, der mich auf die Idee gebracht hat, in einem Kellergespräch, dass ich das mal wieder machen könnte, habe ich ja schon mal gemacht. Aber Leute, verdammt lecker und verdammt spaßig da draußen. Bis auf das, dass auf einmal immer mehr gekommen sind, immer mehr. Und ringsrum lauter Boomboxen aufgestellt haben. Katastrophe, Katastrophe. Aber trotzdem ein schöner Tag am See. Ja. Hat es dir auch gefallen, Alina? Ja, sehr. Gut, gut. Und das Essen war auch lecker? Ja. Na also. Gut, in dem Sinne, nettes Kommentar, freundliches Abo und irgendwie, ja, war das jetzt auch wieder verkehrt rum. Leute, Däumchen nach oben. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschaikowski.